Diese Frage habe ich bei Instagram bekommen und das ist nur eine von vielen. Und ich hatte selber früher, ich glaube, ich war damals 25 oder 30, so in dem Dreh rum, ich glaube eher so 25 und hatte richtig dünnes Haar bekommen. Das lag bei mir damals auch daran, dass ich mir Strähnen noch aufgehellt habe, aber vor allen Dingen daran, dass ich einen absoluten Nährstoffmangel hatte. Und meine Schwester meinte damals so: Oh Mariechen, du hast aber dünnes Haar bekommen. Und das hat mich getroffen, weil ich wusste ja, dass es so war, aber habe das immer so ein bisschen verdrängt und habe so gedacht, ich müsste da wirklich mal was gegen machen. Ich habe damals gefühlt, dass etwas nicht richtig ist und habe dann auch aufgehört, mir die Strähnen aufhellen zu lassen. Aber das, was mir wirklich was gebracht hat, ist, dass ich ein paar Dinge in meiner Ernährung geändert habe. Dabei habe ich über die Jahre gelernt, dass ich nicht meine Ernährung um 180 Grad wenden muss, sondern dass es einige wichtige Nährstoffe sind, die entscheidend sind für schönes, volles Haar. Und jetzt zum Beispiel, ich habe meine Haare jetzt, ich glaube, 6 Tage lang nicht gewaschen und die haben trotzdem immer noch Volumen, sie sind nicht fettig. Das ist, weil mein Körper von innen heraus jetzt mit Nährstoffen versorgt ist. Am Ende des Videos wirst du wissen, welche Nährstoffe das sind, welche entscheidend sind. Du wirst sehen, wie du diese optimal kombinieren kannst und du wirst auch noch eine ganze Menge leckere Rezepte dazu bekommen, die du auch für dich nutzen kannst, um dich von innen schön zu schlemmen. Und ich verrate dir auch noch meine 3 Top Beauty Booster Lebensmittel, die ich sehr oft esse und die richtig ein Game Changer sind. Also wenn du nur 3 Lebensmittel in dein Leben integrieren kannst, dann diese. Jetzt aber mal los, ich zeig dir mal, was ich jeden Abend esse für schönes, volles Haar. Als erstes mache ich mir ein leckeres Dressing aus Erdnüssen, denn Erdnüsse sind reich an Biotin, was wichtig ist für glänzende Haare. Denn Biotin sorgt dafür, dass die Schüppchen am Haarschaft eng zusammenstehen und somit eine glatte Fläche bilden, worauf sich das Licht wundervoll reflektiert. Erdnüsse sind außerdem reich an B-Vitaminen und B-Vitamine sind generell wichtig, wenn es kommt zum Thema schöne Haut. Gewisse B-Vitamine sind wichtig für das Wachstum von Haaren und es gibt auch Vitamine wie das Vitamin B5, was ein wertvoller Helfer ist für geschädigtes, splissiges und trockenes Haar. Auch das Vitamin B10, das sogenannte PAPA, ist ein echtes Schönheitsvitamin und soll die Fähigkeit haben, Falten, Runzeln und grauen Haaren ein Stück weit entgegenzuwirken. Sojabohnen nutze ich auch super gerne, entweder Sojabohnen oder auch Erbsen, denn die schmecken nicht nur super lecker in meinem Blend für die Erbsenbällchen, sondern sind auch noch gut für schönes Haar, weil sie reich sind an L-Cystein und L-Methionin. Das sind schwefelhaltige Aminosäuren, die Bestandteile des Kreatins sind und die helfen, das Haar zu stabilisieren. Um mich optimal mit Zink zu versorgen, nutze ich am liebsten Buchweizen, denn Zink ist auch ganz wichtig für die Bildung von Kreatin. Kupfer hilft dem Körper, Eisen besser aufzunehmen und ist am Aufbau von Knochen, Haut und Haaren beteiligt. Außerdem ist Kupfer aber auch in vielen Stoffwechselprozessen beteiligt und auch in dem von den Haarwurzeln. Ein Mangel an Kupfer kann leicht zu dünnem, brüchigem Haar führen und Kupfer kriegst du vor allen Dingen von Nüssen. Und deswegen versuche ich wirklich jeden Abend eine Handvoll Nüsse zu essen, entweder in Form von meinen Dressings oder einfach so zum Salat dazu. Um Kupfer optimal aufzunehmen, ist es auch wichtig, genug Eisen aufzunehmen. Und Eisen ist vor allen Dingen in Spinat, Brokkoli, aber auch in Maulbeeren und Goji-Beeren. Und ein Eisenmangel kann leicht zu schüttem Haar führen, deswegen schaue ich immer, dass ich genug Eisen in meinen Salat integriere. Dabei ist es optimal, wenn Eisen in Verbindung mit Vitamin C aufgenommen wird und Vitamin C reich im Salat sind zum Beispiel Paprikas oder aber Papayas. Auch Mangan ist unverzichtbar für den Melaninaufbau, damit deine Haare in ihrer vollen Farbpracht leuchten können. Und auch das ist in Hülsenfrüchten, Kopfsalat oder Spinat enthalten. Heute habe ich mich für die Erdnüsse in meinem Dressing entschieden, weil die auch reich sind an MSM. Denn nimmst du nicht genug Schwefel zu dir, dann werden deine Haare leicht brüchig und spröde. Meine bunt zusammengewürfelte Salatschale aus Buchweizen, Sprossen, Hülsenfrüchten, Paprika, Brokkoli, Spinat ist also nicht nur einfach so sinnlos zusammengewürfelt, sondern ganz behutsam und achtsam zusammengestellt, damit ich wirklich mich von innen heraus mit den Nährstoffen versorge, die wichtig sind für schöne Haare. Und zusammen mit einem Erdnussdressing ist das nicht nur geschmacklich, sondern auch nährstoffmäßig der Knall im All. Wenn du jetzt so denkst, oh Gott, das ist mir alles viel zu gesund, ich will einfach nur 3 Lebensmittel, die ich in meinen Alltag integrieren kann, die mir helfen für schönes, volles Haar, dann kann ich dir sagen, gekeimte Linsen, gekeimter Buchweizen und Erdnüsse.
diese drei würde ich auf jeden Fall wählen. Wenn du wissen möchtest, wo du deine Nährstoffe herbekommst, dann schau mal dort vorbei im Nährwertcheck, denn dort hast du 18 Nährwerte auf einen Blick. Und jetzt möchte ich mal von dir wissen, hast du noch einen tollen, hilfreichen Tipp für schönes, volles Haar? Dann würde ich mich ganz doll freuen, wenn du den unten mit mir und allen anderen in der Videobeschreibung in den Kommentaren teilst.